Was geht YouTube? Hier ist mal wieder der Nerd. In heutigem Video geht es um das laufende Event und um das kommende Event. Das ist zurzeit in The Division einmalig und man kann in dieser kurzen Zeit, wirklich in ein paar Tagen, sich ganz viel XP farmen. Viele von uns spielen schon seit längerem das Game und würden sagen, ja, wozu brauche ich das? Ich habe da kein Interesse dran. Vollkommen in Ordnung. Aber es gibt genug Leute, die einen niedrigen SSG-Wert haben, haben noch keine 1000 zum Beispiel erreicht oder wollen einen höheren SSG haben, um vielleicht eventuell neuen Charakter zu erstellen und um die UAM zu farmen. Und zurzeit gibt es ein sehr gutes Event und am Wochenende, jetzt kommenden Wochenende, ab dem 27. September, gibt es noch ein Event dazu, nur für kurze Zeit und begrenzte XP. Marke wird es da geben und das sollte man auf jeden Fall als Anfänger oder derjenige, der seinen SSG-Wert aufwerten möchte, sollte auf jeden Fall zusehen, dass er das definitiv spielt. Wir haben zurzeit das Event Goldene Kugel aktiv. Ich habe jetzt gerade eine Geiselbefreiung gemacht, um zu zeigen, wie viel XP man dabei bekommen kann. Das waren jetzt 460.000 plus natürlich die Bots, die ich gekillt habe und das ist ja knapp 500.000 sind das, die man bekommt. Und stellt euch das mal vor, das mal 5. Das ist jetzt nur eine der Beschäftigungen, die man vornehmen kann, um XP zu farmen. Natürlich, ihr könnt auch Konflikt spielen. Konflikt ist eins der besten, sag ich mal, XP-Bereiche, den man machen kann. Also man macht pro Runde schon ein paar Millionen. Und wenn wir jetzt dann bei dem 5x XP Event ankommen, wird das eine Menge mehr sein, aber für die, die kein PvP spielen, sollten auf jeden Fall das hier ausnutzen und normal ihren, ja, sag ich mal, Spiel, also normal das Spiel einfach zocken und dabei so viel wie möglich XP zu farmen. Warum? Weil erstmal haben wir die goldene Kugel, weil die so gut wie jedes Set zum Vernichtungsset macht, ne? Wenn ihr ein Damage-Bild spielt oder ich habe auch ein paar Videos zu der goldenen Kugel gemacht, man kann auch mit Spezialisierungswaffe kann man sehr gut goldene Kugel spielen. Das Event kennt jeder, das gibt es halt immer wieder. Und das, wie gesagt, sorgt dafür, dass die Waffen, was man spielt, bekommen extremen Buff, Schadensbuff, die werden automatisch nachgeladen und Feuerrate kommt nochmal dazu und das zum Beispiel bei Eaglebearer. Ich spiele Eaglebearer zum Beispiel hier mit Stürmer und das sorgt dafür, dass das Ding extremst abgeht. Plus, wir bekommen ab dem 27. demnächst verfügbar, so wie sehen, geht 2 Tage und 1 Stunde. Ab dem 27.09. bis zum 30.09. eine 5-fach XP. Nur in diesem kurzen Raum und nur für 700 Millionen. Das heißt, 1000 SHD-Level kann man damit machen. All die, die gerade, sag ich mal, Level 40 geworden sind oder haben gerade mal 200, 100 oder haben noch nicht 1000 und haben echt keinen Bock, diese SXG zu farmen. Und warum? Warum sollte man das machen? Weil die Uhr erst bei 1000 vollständig ausgebaut ist und alle Faktoren der Uhr nutzbar dann sind. Das heißt, ihr profitiert von mehr Kopfschussschaden, Crit-Chance, Crit-Schaden und dann habt ihr dementsprechend höhere, bessere Werte. Und deswegen lohnt sich das Event jetzt, die goldene Kugel und die 5-fach XP Event zu farmen. Ich werde es definitiv auch machen. Ich habe 3000 SSD, aber ich mache immer wieder mir einen neuen Charakter, den ich dann in die Uhr spende. Und diese 1000 SSD, die man sich ganz schnell erfarmen kann, ist in meinen Augen das beste Geschenk, was es geben kann. Klar, kommt vielleicht ein bisschen verspätet oder hätte man auch schon vielleicht früher machen können oder was auch immer. Aber ich finde das hier, also das hier ist einfach top. Und in Verbindung mit Goldene Kugel, die auch noch 6 Tage läuft, ist das perfekt. Das ist das Beste, was einem passieren kann. Und was ihr machen könnt, wie gesagt, ich habe es gerade schon gemacht. Ich werde es für euch auch am Ende des Videos nochmal dazu schneiden. Und zwar könnt ihr hier zum Beispiel öffentliche Hinrichtung machen, habe ich auch gerade gemacht. Ich habe jetzt heroisch und 4 Direktive, waren 460.000 plus
paar Bots, die man dann entsprechend tötet. Dann früher war es die Nachschublieferung, die dafür gesorgt hat, dass man sehr viel XP farmen konnte. Hier mittlerweile ist das öffentliche Hinrichtung und das mal 5 dann dementsprechend hört sich schon ganz anders an. Oder ihr spielt ganz normal das, was ihr immer spielt und sorgt dafür, dass ihr dann einfach dieses Wochenende extremst am Grinden seid und euch da so viel wie möglich XP dabei rausfarmt. Das war's von mir, Leute. Das war nur ein kleiner Hinweis an alle, die Bock dazu haben und die noch Low Level sind, Anfänger. Das solltet ihr auf jeden Fall machen. Und da haben wir schon Data! Bestes Game. Geile Sache. Ja, gut, dass ich zum Ende gekommen bin. Das war's von mir, Leute. Wer noch nicht abonniert hat, Abo da lassen und über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Wahnsinn, Wahnsinn. Haut rein. Ciao, ciao. Zivilisten in Gefahr. Sei still, sonst bist du tot. Zusätzliche Feindkontakte. Feindliche Übertragung erkannt.